Kapitel 5: Licht oder Schatten. Ich verließ die Hütte mit den Gedanken noch voll bei Latias und ihrer Vergangenheit, als ich bemerkte, dass in der Ferne auch der zweite Drache angeflogen kam. Offensichtlich hatte er es extrem eilig. Sekunden später landete er direkt neben dem Günther dieser Welt und schien ihm recht aufgeregt, etwas zu erzählen. Erst als Günther zu mir blickte, fiel mir wieder ein, wo Latios gewesen war. Hatte er etwas über einen Weg für mich erfahren, wieder nach Hause zurückzukehren? Relativ schnell war er fertig und Günther kam sofort zu mir herüber. Kannst du kurz mitkommen? Es gibt Neuigkeiten. Natürlich, aber warum mitkommen? Er sah mich ruhig an. Ich glaube, es wäre besser, wenn nicht jeder zuhört. Komm einfach mit. Selbstverständlich tat ich genau, was er von mir wollte und folgte ihm zu dem Haus, in dem ich all die Zeit untergebracht gewesen war. Öfter bemerkte ich, wie er sich nervös umsah. Ich verstand es natürlich noch nicht, doch gleichzeitig wusste ich, dass es nur einen Weg gab, den Grund herauszufinden. Recht hektisch führte er mich zu einer einzelnen Ecke in der Hütte, die mich nie wirklich interessiert hatte. Eine Falltür war hier im Boden. Selbst wenn es mich interessiert hätte, hätte ich allerdings nichts tun können, da die Falltür verschlossen war. Günther kramte jedoch nun einen Schlüssel heraus und öffnete sie. Eine recht verstaubte Treppe führte nach unten. Offensichtlich war hier schon lange niemand gewesen. Setz dich. Viel zum Hinsetzen gab es im heruntergekommenen Raum am unteren Ende der Stufen nicht. Eine kleine Art von Bank diente als einziger Ort, daher nahm ich mir diese vorlieb. Günther lief nervös im Kreis und wirkte sehr in Gedanken versunken. Was ist denn los? Kurz atmete er durch. Dann begann er zu erklären. Ich denke, ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich dir sage, dass Latios wichtige Nachrichten vom Gildenmeister mitbekommen hat. Und diese Nachricht heute war mehr als nur dringend. Das merkte ich allein daran, dass er ausnahmsweise mal nicht in Rätseln sprach. Sonst tut der Gildenmeister das bei irgendwelchen Prophezeiungen immer. Aber dieses Mal war es einfach zu wichtig. Warte kurz hier. Ich muss etwas holen. Etwas verdutzt blieb ich sitzen, als er den Keller verließ und die Falltür hinter ihm zufiel. Wirklich verständnislos wurde ich jedoch erst, als ich den Schlüssel klicken hörte. Günther hatte mich eingeschlossen. Hey, was soll das? Lass mich hier wieder raus. Vergiss es. Du wirst da nicht mehr rauskommen. Die plötzliche Feindseligkeit in seiner Stimme schockierte mich. Was ist los? Schluss mit den Spielchen. Merkst du nicht, dass ich weiß, was du vorhast? Der Gildenmeister hat mehr als nur deutlich gesprochen. Der zweite Günther kam in diese Welt, um alles zu verzerren, an was ihr euch erinnert. Das Zahnrad der Welten ist also dein Ziel, nicht? Ich weiß nicht mal, wovon du redest. Ich habe keine Ahnung, was dieses Zahnrad sein soll. Kurz verstummte mein Ebenbild. Ich war naiv, dass ich kurz dachte, dass er mir glaubte. Du musstest es wirklich so kommen lassen, nicht? Ich hatte dir vertraut, die anderen auch. Du hast uns alle getäuscht. Du wirst so lange da unten bleiben, bis ich mich mit dem Gildenmeister besprochen habe und du uns alles gesagt hast, was wir wissen wollen. Verstanden? Mir reicht's inzwischen mit der Freundlichkeit, also denk lieber mal gut drüber nach. Und versuch gar nicht erst zu flüchten. Ich pass schon auf, dass wir hier immer eine Wache stehen haben. Ich wollte noch etwas sagen, aber ich wusste selber nicht was. Ich wusste nur, dass ich dieses Gespräch nicht so enden lassen konnte. Doch Günther schien kein Interesse an einer Weiterführung des Dialoges zu haben. Ich konnte seine Stimme noch hören, doch eindeutig war sie dieses Mal nicht an mich gerichtet. Lord Ecke, kannst du die erste Wache übernehmen? Ich bespreche mich so lange mit den anderen. Spätestens bei Sonnenuntergang wird dich jemand ablösen. Die zweite Stimme, eindeutig Lord Ecke, war deutlich leiser zu hören. Jedoch war die Antwort eine klare Zusage. Natürlich fühlte gerade er sich jetzt gut, nun wo sich herausgestellt hatte, dass er im Recht war. Und ich kannte ihn aus meiner Heimat gut genug, um zu wissen, dass er diese Freude gerade mir gegenüber sehr deutlich machen wollte. Ich wollte es auf kein Gespräch mit ihm anlegen. Ich ahnte bereits, was das Ergebnis wäre. Außerdem war ich immer noch ziemlich durcheinander, da ich einfach nicht verstand, warum Knuddeluff so über mich lügen sollte.
Schließlich wusste ich ja selber, dass ich nicht den Plan hatte, irgendwas in dieser Welt anzurichten, außer einfach den Weg zurück in meine Heimat zu finden. Aber meine Chance auf Hilfe aus Silberdorf war wohl nun zu Ende. Also müsste ich meine Suche alleine bestreiten. Und davor erst einmal irgendwie aus diesem Keller rauskommen. Aber nicht nur würden meine Wasserangriffe sowieso nicht sonderlich viel gegen den Stahl der Falltür ausrichten können. Gleichzeitig würde auch noch rund um die Uhr jemand Wache halten. Und auch wenn ich hier nun unschuldig saß, mir taten all diejenigen, die mir vertraut hatten, leid. Auch wenn ich nichts Unrechtes tun wollte, waren sie nun alle in dem Glauben. Und das, nachdem viele von ihnen, gerade Latias, mir ihre ganze Vergangenheit anvertraut hatten. Ich hoffe, du hast es bequem da unten. Du wirst da nämlich eine ganze Weile hocken, Günther. Es war nur eine Frage der Zeit gewesen. Ich schwankte sehr, ob ich überhaupt auf ihn eingehen sollte. Wenn ich nichts täte, würde er nach einer Weile gelangweilt sein und mich in Ruhe lassen. Andererseits wäre es für mich auch gut, zumindest mit jemandem reden zu können. Andererseits, dass gerade dieser Lord Ecke derjenige sein würde, schien mir doch eher unwahrscheinlich. Zumindest, wenn man von einem konstruktiven Gespräch ausgehen will. Ehrlich gesagt weiß ich selber nicht warum, aber entgegen meiner eigenen Abwägung entschied ich mich letztlich, ihm zu antworten. Könnte besser sein. Wie lange hat hier denn keiner mehr sauber gemacht? Lang genug. Was denkst du denn, wie oft wir den alten Keller noch verwenden? Kriminalität ist wirklich nicht die Regel in Silberdorf. Lagerplatz haben wir genug. Das ganze Haus steht ja schon seit Ewigkeiten leer. Es ist schon fast antik. Du solltest dich geehrt fühlen. Wieder wankte ich zwischen den Optionen. Sollte ich das Gespräch weiterführen und dabei versuchen, freundlich zu bleiben? Sollte ich aussprechen, was ich gerade dachte? Oder sollte ich das Gespräch einfach beenden? Glaub mir, irgendwie finde ich einen Weg, euch zu beweisen, dass ihr im Unrecht seid. Wenn ich irgendwas vorhätte, wäre ich der Erste, der das wüsste, da bin ich mir sehr sicher. Ja, das ist mir genauso klar wie jedem anderen hier. Aber du würdest das ja uns nicht verraten. Und genau das ist ja auch passiert. Nein, ist es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum der Gildenmeister so etwas behaupten würde, aber ich werde es herausfinden. Ah, stimmt, das macht Sinn. Sicher lügt der Alte, ist ja schon fast ein Regelfall. Glaub mir, ich habe ihm schon hunderte Male nicht geglaubt, dass er wirklich recht hat und am Ende hat immer alles gestimmt. Ich weiß zwar nicht, wie er es macht, aber er ist so ziemlich allwissend. Wenn er sagt, dass du Raum und Zeit verzehren willst, dann hat er recht und das wissen alle hier im Dorf. Und dass du nichts Gutes im Schilde führst, wusste ich ja sowieso schon. Also versuch gar nicht erst, dich irgendwie rauszureden. An dieser Stelle war letztlich auch der Zeitpunkt gekommen, zu dem ich mich entschied, das Gespräch zu beenden. Es hatte keinen Sinn mehr. Also begab ich mich von der Treppe in den Raum selber und versuchte es mir so bequem wie möglich zu machen. Eine Nacht müsste ich definitiv erst einmal drüber schlafen, bevor ich mit den Fluchtplänen begann. Zunächst hörte ich noch, wie Lord Ecke eine Weile vor der Falltür vor sich hinredete, ignorierte es aber so gut ich konnte. Ich war wohl kurz weggenickt, als ich von etwas lauteren Geräuschen und einem Gespräch außerhalb geweckt wurde. Hey Lord Ecke, ich soll für heute die Nachtschicht übernehmen. Du kannst zu den anderen gehen, für heute hast du genug gewacht. Alles klar, danke. Und pass auf, dass er nichts Dummes versucht, klar? Natürlich, wie sehe ich aus? Denkst du, ich mache ihm hier einfach die Tür auf und guck zu, wie er wegrennt oder was? Nein, du weißt, was ich meine. Also, viel Geduld dir, bis morgen. Leise Schritte entfernten sich von der Falltür und andere näherten sich. Ich hatte auch die Stimme, die nicht von Lord Ecke stammte, eindeutig erkannt. Es war Floink. In diesem Moment wäre es wirklich von Vorteil gewesen, wenn die Falltür durchsichtig gewesen wäre. Denn ich wollte wirklich wissen, wie Floink sich gerade fühlte. Natürlich konnte ich auch einfach mit ihm reden, aber wie er das wohl aufnehmen würde. Ich entschied mich dazu, zunächst einmal etwas abzuwarten. Im Verlauf des Abends drangen leise Geräusche vom Dorfplatz hinein. Offenbar war das ganze Dorf relativ unruhig. Die kriegen sich alle nicht mehr ein. Wirklich. Müssen sie denn so übertreiben? Ich wusste erst gar nicht wirklich, ob das Ganze ein Versuch von Floink war, ein Gespräch mit mir zu beginnen, oder ob er nur mit sich selber redete. Es geht um mich, oder? Ich riskierte mein Glück einfach mit einer recht neutralen Frage. Glücklicherweise wirkte Floink tatsächlich sehr gelassen. Worum sonst? Nachdem sich die Neuigkeiten herumgesprochen haben, schieben alle leichte Panik. Ich verstehe sie wirklich nicht.
als könntest du so ohne Hilfe aus dem Keller entkommen. Und es bewacht dich ja auch immer jemand. Irgendwie glaubte ich während der letzten beiden Sätze einen leicht amüsierten Unterton in seiner Stimme zu hören. Es vergingen wohl noch einige Stunden. Ich war bereits eingeschlafen, als ich mitten an der Nacht von einem gedämpften Klopfen an der Falltür geweckt wurde. Günther, bist du wach? Ja, jetzt schon. Was ist es denn? Die anderen sind alle vor rund 2 Stunden schlafen gegangen. Die Stadt ist so still im Moment. Mein Herz fühlte sich etwas leichter an, als ich merkte, dass Floink tatsächlich meine Gesellschaft suchte. Oder zumindest dachte ich das für einen Moment. Also, wenn du von hier weg willst, dann jetzt oder nie? Was? Wovon redest du? Ich meine, was ich sage. Du solltest aus Silberdorf abhauen. Ein leises Klicken ertönte. Das Schloss der Falltür. Also, komm raus. Zunächst war ich extrem perplex. Was genau war Floinks Plan? Wieso würde er mich einfach fliehen lassen? Trotzdem entschied ich mich, zumindest zu den Treppen zu treten. Und oben an den Stufen sah ich einen Anblick, der mich erst schockierte. Floink war nicht mehr Floink. Er war wieder der dunkle Rächer. Zumindest äußerlich. Mach dir keine Sorgen. Erinnerst du dich daran, was ich dir sagte? Ich stehe auf deiner Seite. Vorsichtig trat ich die Stufen hoch. Ich verstehe deine Sorgen, aber du solltest dir nicht zu viel Zeit lassen. Den dunklen Rächer nanntest du diese Gestalt, nicht? Ich nickte bloß. Ja, diese Gestalt. Die dunkle Kraft in meinem Inneren. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, ob sie ein Fluch oder ein Segen ist, aber auf jeden Fall spricht sie zu mir. Erzählt mir von vergessenen Erinnerungen. Die Kraft in mir sagte mir vom Moment deiner Ankunft an, dass jedes deiner Worte wahr ist. Also war Floink selbst in dieser Welt wahrlich der dunkle Rächer. Irgendwie fühlt es sich dumm an, auf deiner Seite zu stehen, aber andererseits fühlt es sich wie das einzig Richtige an. Günther, ich habe dir gesagt, dass ich dir vertraue und das bleibt wahr. Ich stehe auf deiner Seite. Also, lässt du mich gehen? Und wie erklärst du das den anderen? Ich bin nicht dumm genug, ihnen das zu erzählen. Aber sie wissen ja nicht, was du kannst und was nicht. Ich muss bloß ein bisschen niedergeschlagen spielen und schon glauben sie mir, dass ich keine Ahnung habe. Also, wirklich. Ich danke dir, Floink, und ich werde dich nicht enttäuschen. Nur, hast du irgendeine Idee, was ich tun kann? Wo ich hin soll? Ich habe immer noch keine Idee von dieser Welt. Das klingt jetzt vielleicht dumm, aber ich denke, dass du den Gildenmeister besuchen solltest. Den Gildenmeister? Der mich hier als erstes hat einsperren lassen. Bist du noch bei Sinn? Immer noch wirkte Floink sich sicher. Es ist riskant, aber bestimmt wertvoll. Wenn jemand die Information geben kann, dann er. Du musst es nur schlau anstellen. Was, wenn der falsche Günther und der echte vertauscht wurden? Mein fragendes Gesicht sagte genug aus. Lass ihn glauben, dass der zweite Günther den Platz des ersten eingenommen hat und du damit der erste wärst. Ihr gleicht euch wie ein Ei dem anderen. Es wird klappen, da bin ich optimistisch. Die Idee klang wirklich logisch und könnte mir vieles bringen. Gut, ich werde es tun. Dann viel Glück dir. Ich war gerade am Aufbrechen, als Floink mich noch einmal stoppte. Warte eine Sekunde. Kannst du mir vielleicht einen kleinen Gefallen als Gegenleistung tun? Je nachdem, was es ist, an sich gerne. Ich habe dir von meinen Adoptiveltern erzählt, oder? Sie haben mir einen Brief geschrieben. Sie haben ein altes Familienerbstück wiedergefunden, das sie mir geben wollen. Wenn ich sie wissen lasse, dass du es holst, kannst du es dann mitnehmen, bis wir uns wieder treffen? Die Aufgabe klang simpel und doch effektiv. Gerade da ich in Schatzstadt sein würde, wo auch seine Adoptiveltern lebten. Gut, das werde ich. Ich sollte jetzt aber gehen. Wir sehen uns wieder, Floink. Im Gehen bemerkte ich, wie die Augen des dunklen Rächers in den Farben des normalen Floink aufleuchteten. Ich glaube an dich, Günther.